Vielen Dank, Martin. Dann Start Nummer 33, Adam Hinkel. Hallo zusammen, hier ist Artem Repin. Bei der deutschen Meisterschaft in Bochum, ja, auf jeden Fall, als ich dann gekürt wurde, war ich auf dem siebten Himmel. Doch die fünf Minuten, nach den fünf Minuten, dann war das dann doch ein Absturz. Ja. Ich war dann emotional ganz unten, als ich die Bühne verlassen habe. Und ja, das hat gesessen. Das hat mich dann tiefst getroffen, sage ich mal. Ich hätte vielleicht weitergemacht, aber aufhören nicht ganz. Es war vieles dazwischen gekommen, also in dieser Phase. Ich hatte mir die Eigentumswohnung gekauft und müsste eigentlich die Zeit, die Finanzen, ja, Gesundheit, sage ich mal, da investieren und jetzt nicht nebenbei in die Wettkämpfe. Und die deutsche Meisterschaft, ja, das war eine Bestätigung, dann aufzuhören. Ich war dann für eine Zeit, für gute fünf Monate außer Gefecht, sage ich mal. Also ich war so tief am Boden, unter dem Laminat, sage ich mal. Und ich habe erstmal nichts verfolgt, ja, das stimmt. Also ich wollte von dem Sport, von den Wettkämpfen eigentlich gar nichts wissen. Eigentlich American Dream 2014. Ich habe mich da vorbereitet, ich habe ziemlich gut ausgesehen, körperlich, nur geistig war ich immer noch nicht bereit. Aber ich bin wieder aufgestanden und bin wieder dabei. Ich habe schon einen Druck gehabt, also diese Spannung ist in mir geherrscht und ein bisschen nervös, ein bisschen stressig. Gab es auch. Ja, und dann bei der Siegerehrung so eine Erleichterung. Also dieser Druck hat dann einfach nachgelassen und ich habe gesagt, ich habe alles richtig gemacht. Also diese sieben Wochen halt komplett durch, also was heißt vorbereitet oder auf vieles verzichtet, aber es war für mich überragend. Vielleicht ist es auch gut, dass 2014 nicht geklappt hat mit American Dream. Jetzt bin ich ein anderer Mensch und somit vielleicht auch bereit für Las Vegas.